Hacked hier auf meinem YouTube-Kanal. Logischerweise heute, weil wir damit ein bisschen realer ihr sind. Ich dachte mir mal, warum gucken wir uns da nicht einfach mal weiter was an? Wir sind auch schon soweit. Ich habe direkt auch schon was griffbereit und würde einfach sagen, lass es uns anschauen. Ich weiß nicht genau, was da auf uns zukommt. Das Beste ist bloß, die Folge nennt sich jetzt schon Corona Beach Volleyball Regeln. Da bin ich mal gespannt und irgendwie geht's auch nicht höher mit der Auflösung, aber gut. Der Deutsche Volleyballverband präsentiert die neuen Corona-Übergangsregeln. Weil sie draußen spielen, dürfen sich die Beachvolleyballer freuen. Es darf wieder gebaggert werden. Natürlich mit Abstand und anderen kleinen Regelveränderungen. Gemeinsam trainieren darf eine Kleingruppe bis 5 Personen. Alle bekommen zuerst eine Handlungsempfehlung zum Thema Hygiene und Gefahren. Die muss jeder jedes Mal wieder unterschreiben. Danach muss noch ein Fragebogen zum Wohlbefinden ausgefüllt werden. Auch jedes Mal. Und vielleicht am besten noch mit Maske? Oder wie wollt ihr das denn jetzt handhaben? Aber gut. Wer Husten hat, klar, darf nicht mitmachen. Auch wenn man mal kurz mal macht und dann ist es nicht, oder was soll das jetzt heißen? Vor dem Training erstmal gründlich die Hände waschen. So einen Eimer hat man ja immer dabei. Ja, gut so. Und schon geht's los. Halt, stopp! Ach ja, der Ball muss erstmal desinfiziert werden. So, nun aber. Habe ich schon mal gesagt, dass die Regeln so manchmal bisschen komisch sind und man sich bei manchen Regeln so ein kleines bisschen so die Frage stellt, so what the f- und so, ich keine Ahnung. Halt, kein Körperkontakt. Sucht euch neue Rituale auf Abstand. Apropos, aufgrund der Abstandsregeln ist Blocken verboten, ist ja klar. Und überhaupt, ab sofort hält jeder Spieler einen Abstand zum Netz von 1 bis 2 Metern. Gut so. Außerdem sollen auch keine Bälle mehr in die Mitte des Feldes geschlagen werden, weil sich beide Spieler gefährlich nahe kommen könnten. Deshalb gilt jetzt ein 1,50 Meter breiter Korridor mitten im Feld als aus. Genial. What? Was? Ich selber spiele kein Volleyball. Aber ist das nicht ein bisschen, so ein kleines, feines bisschen übertrieben oder so? Jetzt mal ernsthaft. So, alles verstanden? Achtung, nicht so dicht ans Netz. Und schön Abstand zum Mitspieler. Ja, schnell weg. Hm. Nicht in die Mitte. Aber sonst bleibt alles beim Alten. Mit Volleyball hat's halt nichts zu tun. Nein, hat es auch nicht. Das klingt, also, Regeln, nichts grundsätzlich über diese Regeltechnik oder über diese Low oder whatever so. Aber ganz ehrlich, es wirkt ein bisschen, ja. Es erinnert an einen Ball über die Schnur, aber mehr ist es auch nicht. Ja, für mich ist das mit den ganzen Sperrzonen hier wie Schach, nur ohne Würfel. Einfach Mist, ne? Doof. Ja. Auch Beachvolleyball-Nationalspieler Julius Thole ist beeindruckt von den Neuerungen. Ja, Wahnsinn. 12 neue Regeln, pures Chaos und das alles haben wir Corona zu verdanken. Kann man so sagen. Ja, Wahnsinn. Noch nie war Beachvolleyball so sauber wie heute. Nur noch schnell die Sporttasche desinfizieren und fertig. Ist doch alles ganz einfach. Der Deutsche Volleyballverband wünscht viel Spaß mit den neuen Corona-Übergangsregeln. Natürlich, da hat man Spaß bei. Das macht richtig, richtig Laune. Die Mitte ist nicht mehr möglich. Du musst, wer weiß, was für einen Abstand bis zum Netz haben und alles. Du kannst mir sagen, was du willst. Also, Sicherheitsmaßnahmen, über Sicherheitsmaßnahmen ist ja, das würde ich gar nicht sagen, ist ja kein Ding. Aber man kann auch ein bisschen übertreiben, ganz ehrlich, warum? Das macht, so macht doch das Spielen überhaupt keinen Spaß mehr.
wenn ich mal ehrlich sein darf. Oder würdet ihr so noch spielen wollen? Ich kann es euch sagen. Ich würde das nicht wollen, aber gut. Ich kann sowieso keinen Beachvolleyball. Weiter geht's dann jetzt auch schon mit dem zweiten Video von Realer Irrsinn. Und wenn ich den Titel schon lese, denke ich mir noch so, what the hell? Der nennt sich Realer Irrsinn, Hamburger Polizei ohne Internet. Okay. Achtung, Achtung, hier spricht die Hamburger Polizei. Bei der Verbrechensbekämpfung gehen wir immer mit der digitalen Zeit. Nicht nur analog, auch im Internet. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wir klären Straftaten heute nicht mehr auf, weil wir in der IT-Welt so sehr abgehängt wurden. Und das wird Jahrzehnte dauern, um das aufzuerhalten. Ach so, ja, das mit der Digitalisierung ist so eine Sache. Leider haben wir es noch nicht geschafft, etwa 7000 Rechner von Windows 7 auf Windows 10 umzustellen. Warte mal, wann war der Support für Windows 7 durch? Anfang diesen Jahres, wenn ich mich nicht irre, oder? Und das mit dem Internet der Dings, Windows.0, also das Internet, läuft zu lahm. Wir sind an dem Thema dran, aber wir sind auch nicht in einem Zustand, wo wir sagen, es ist jetzt alles toll. Ich kann verstehen, dass es da an dem einen oder anderen Punkt der Unzufriedenheit gibt jetzt im Moment. Allerdings laufen wir jetzt auch richtig in eine riesige IT-Modernisierungsoffensive auch rein. So eine riesige IT-Modernisierungsoffensive kann dauern. Dass die Rechnerumstellung kommen wird, weiß man auch erst seit 8 Jahren. Egal. Nein. Das ist viel zu kurz. In Deutschland musst du Sachen in den nächsten, wer weiß was für Jahren ziehen. Egal! Aber klar, haben wir am besten ein Polizeipräsidium, das deswegen keine Kriminalfälle mehr machen kann, weil... Ja, klappt nicht. Mit dem privaten Gerät geht's auch viel schneller. Wenn meine Kollegen das LKA verlassen, dann ist es so, als betritt man eine digitale Welt. Eine digitale Welt, die man so am Arbeitsplatz nicht hat. Gut, aber dafür sind wir Ermittler total kreativ. Wenn es schnell gehen soll, fotografieren wir beispielsweise Handynachrichten ab, um überhaupt einer Spur nachgehen zu können. Was? Die Sicherung und Auswertung beschlagnahmter Handys könnte nämlich bis zu 9 Monate dauern. Das ist eine Katastrophe für ein Strafverfahren, wo man vielleicht schnelle richterliche Entscheidungen herbeiführen will. Haftbefehle, Durchsuchungsbeschlüsse. Digitalisierung. Pff, in Aber haben die noch 4-3 Monitore? Württemberg hat die Polizei offenbar mit einem Klick alle Ermittlungsergebnisse und Verhörvideos auf dem Schirm, während unsere Staatsanwaltschaft noch eine Papierakte bekommt. Aber hey! Wir sind an dem Thema dran, aber wir sind auch nicht in einem Zustand, wo wir sagen, es ist jetzt alles toll. Toll sind dafür aber unsere Outfits. Guck mal hier. Und unsere geilen Karren. Wahnsinn. Wie heißt es so schön? Außen hui, innen... Genau. In der heutigen Zeit, wo Digitalisierung doch zum größten Teil eine Wichtigkeit nun mal hat, gehört es sich doch eigentlich dazu, dass man auch darauf achtet, dass in dieser Richtung ja auch irgendwie gearbeitet werden kann, oder nicht? Hier ist nicht. Also, dass Deutschland im Punkt so Internet und ein bisschen in die Digitalisierung auch leider nun mal etwas hinterherhinkt, ist ja jetzt leider auch kein großes Geheimnis. Das existiert ja schon etwas länger. Aber dass jetzt deswegen zum Beispiel eine Hamburger Polizei zum größten Teil Sachen fotografieren muss oder zum größten Teil fast nichts mehr... machen kann dadurch, ist, ich weiß nicht, also könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ja, lassen wir dieses Thema einfach mal. Das nächste und auch somit das dritte Video für Realer Irrsinn, wo ich mir jetzt auch schon Gedanken mache, ist richtig ein Titel, weil das Ding sich nennt Online-Wäsche-Service. Was?
Sie lassen Ihre Wäsche noch analog reinigen? So richtig vor Ort? In Ihrer Nachbarschaft? Ich habe zwar eine eigene Waschmaschine, möchte ich sagen, aber für Leute, die das logischerweise nicht haben. Oder halt, wenn man verschiedene Artikel, sage ich schon, Klamotten hat, die man nicht selber waschen sollte. Ich habe zum Beispiel eine Winterjacke, da geht das nicht. Dann, ja. Ja. Erstmal bin ich hier Stammkunde schon seit Ewigkeiten. Und zweitens wird die Wäsche hervorragend gemacht. Boah, das ist ja voll oldschool. Heutzutage nutzt man doch einen Online-Wäscheservice. Und wieso wäscht man damit? Ja, ich bin wohl verrückt geworden. Dankeschön. Ach, gute Frau, da kennen Sie wohl das tolle neue Angebot von DM und Persil noch nicht. Die bieten jetzt nämlich einen Online-Wäscheservice an. Und zwar in Essen und wie hier in München. Und der geht so. Schmutzwäsche abgeben, vorher online registrieren, Kundennummer rauf aufs Paket und ab geht's in die Persil-Online-Wäscherei. Klar, derzeit natürlich, erst recht wusste jetzt in der Pandemie, dass mit den Paketen ein bisschen schwieriger wurde. Oder es mal vorkommt, dass du auf einmal auf ein Paket mehrere Wochen da warten darfst. Ich kenne da noch eine Story, meine Eltern haben mir damals einen Schlafsack schicken wollen. Das Ding hat 6 Wochen gedauert, bis es da war. Ja, ich möchte grundsätzlich kein Paketdienstzusteller oder irgendwie in dem Punkt so schlecht reden, nein. Aber viele, die, denke ich mal, von euch vielleicht dort arbeiten oder welche dort kennen, die wissen es. Es kann auch mal drunter und drüber laufen. Und dann will man jetzt damit es noch mehr bestärken und es noch schwieriger machen und dass es dann noch mehr los ist? Wir haben da sowieso schon so krass viel zu kämpfen und alles. Och, Menno. Ich habe ehrlich gesagt zuerst gedacht, das ist ein Scherz, bis ich mich dann auf der Seite habe vergewissern können, dass es tatsächlich angeboten wird. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Ja, aber das Beste kommt auch erst noch. Die Wäsche wird nämlich nicht mal eben vor Ort gewaschen, wie zu Großmutters Zeiten. Die Wäsche wird von DHL abgeholt, wird nach Hannover zu Persil gebracht. Dort wird sie dann gereinigt und gebügelt. Was ist da bei dem Soundsystem passiert? Au! Und dann kommt sie hier wieder über DHL zu uns zurück. Ja, Mrs. Roboterin. Und der Kunde kriegt dann per Mail die Info, dass die Ware zurück ist und abholbereit ist. Ja, richtig gehört. Sie geben ihre Wäsche in Essen oder München ab. Gereinigt wird sie aber in Hannover. Denn nur da wird ihre Wäsche so richtig online sauber. 250 oder 650 Kilometer kacheln ihre Unterhosen und Socken durch die Republik. Pro Strecke, versteht sich. Nee, echt jetzt? Ich bin gerade sprachlos. Ist sie auch gebügelt? Okay, ist trotzdem scheiße. Nee, dumme Idee, DM. Finde ich total daneben. Gerade bei der jetzigen Diskussion zum Klimawandel und Co. Ich fahre hier mit dem Fahrrad hier und lass meine Wäsche nach Hannover fahren. Das geht nicht. Ach, klingt Quatsch. Doch komplett DM hat bescheuert. Eine total weiße Weste. Bestimmt mit Persil gewaschen. Wir bei DM berücksichtigen bei neuen Angeboten und Services stets auch ökologische Aspekte. So versuchen wir, Ressourcen so umweltschonend wie möglich zu verwenden. Mhm. Und klar, was für Autos nutzt ihr? Lass mich raten, so richtige Diesel oder Benziner und so. Und nicht irgendwie E-Autos oder hier auf Wasserstoffbasis irgendwas. Nein, so richtig Benziner und Diesel, wo so richtig umweltschonend gemacht wird. Es reicht, wenn man über 600 Kilometer fahren muss. Das ist so richtig umweltschonend. Ja! Nicht. Wir haben mal über den Daumen ermittelt, dass über ein Jahr von einem einzigen Fahrzeug, das die Wäsche von München nach Hannover fährt, ungefähr 50 Tonnen CO2 ausgestoßen werden. Ach, die paar Tonnen CO2. Der Wäscheservice ist trotzdem voll nachhaltig, sagt DM. Die Wäschebeutel sind wasch- und damit wiederverwendbar. Die Versandkartons bestehen aus recycelbaren Rohstoffen. Ja, Ja, ich benutze meinen Korb auch wieder. Oh, manche sind einfach noch nicht bereit fürs digitale Zeitalter. Der Online-Wäscheservice von DM und Persil. Echt eine saubere Sache. Ich habe ja nicht grundsätzlich nichts dagegen, wenn alles, wenn ruhig Sachen digitalisiert werden oder erneuert werden oder
versucht, vereinfacht oder umweltschonender zu machen. Aber warum so? Warum bitte genau so? Das ergibt doch keinen Sinn. Mal ganz ehrlich, da ist eine eigene Waschmaschine zu Hause oder wenn man sie sich nicht leisten kann, hier zum nächsten gelegenen Wäschesalon, Wäscheservice oder Reinigungsservice für Klamotten und so ein Kram, doch etwas besser ist recht, weil in vielen Großstädten existiert das, ich glaube in kleineren Städten auch, bei Dörfern bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber meine Fresse, wo ist denn das Problem, zu einem Nachbarn oder zum guten Freund zu gehen und sagen, kann ich mal kurz bei dir waschen oder so. Aber das? Nee, das ist doch überhaupt, das ist in der heutigen Zeit, wo so vieles im Punkt Umwelt gesprochen wird und Nachhaltigkeit und schon für die Erde und die ist das, wo wir das halt so, kommen die mit sowas um die Ecke? Du kannst mir doch, nee, mal ganz ehrlich, das erschließt sich nicht für mich. Ihr könnt hier mal gerne mal zu den jeweiligen Themen gerne auch mal unten was in die Kommentare schreiben, geschweige denn auch zu dem, wie jetzt mein React-Fenster halt aussieht, weil ich das jetzt versuche, gerade alles ein bisschen umzustrukturieren. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass meine Cam schon wieder mal verschoben ist, was ich nicht verstehe, weil ich da nicht dran gehe, aber das behebe ich noch. Ich würde aber jetzt trotzdem sagen, das war's mit diesem React von den Themen überhaupt. Und würde sagen, wenn es euch denn trotzdem soweit gefallen hat, dann lasst doch eine kleine feine Bewertung da. Wir sehen uns safe bei einem weiteren Video. Bis dahin und ciao.